Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie man Eicheln schält, sie dann anbrät, damit man die ganzen Bitterstoffe wegbekommt. Und im späteren Video machen wir dann Nussecken. Schau das Video bitte bis zum Ende an und aktiviere bitte auch die Glocke, so verpasst du keine neuen Videos. Und wir starten gleich los. 3, 2, 1, let's go. Das Ganze ist sehr einfach. Man schneidet einfach eine Seite ab. Also ich mache meistens die Seite, weil die geht leichter ab. Einfach die Nuss einfach drehen und dann bekommt man so einen Aufschnitt. Es ist sehr mühsam, aber es lohnt sich. Ich mache das Ganze schnell und dann sehen wir uns gleich weiter. Übrigens habe ich schon gesagt, dass du bitte meinen Kanal abonnieren sollst. Habe ich doch, oder? Die restlichen machen wir zusammen. Also wie gesagt, man setzt einfach hier an dieser Spitze, nicht an dieser, sondern an dieser Spitze. Dann dreht man die Frucht einfach und schneidet ein Stück ab. So sieht das Ganze dann aus. Hier nochmal. Es ist sehr mühsam, aber es schmeckt so lecker. Was übrig bleibt, sind ja die Kappen. Und wie man hier weitermacht, das zeige ich dann in einem weiteren Video. Bis dahin alles Gute.